Drago Entertainment. Gas Station Simulator. Ach, schön. Lange nicht gesehen seit der Demo. Ein Träumchen. Und endlich können wir Onkel Bob die Schulden zurückzahlen, hoffe ich. Ich bin verunsichert, aber sehr gespannt. So, continue. Meine Nase juckt mich einfach tot heute. Ich hasse meine Nase. Ich reiße sie mir irgendwann raus. Guck mal, wir können unseren Spielstand fortsetzen, aber ich fange von vorne an. Wir können den Demo-Spielstand fortsetzen, aber ich fange ganz von vorne an. Wir sind wieder ganz klein. Oh nein, Dennis. Och, Dennis schon wieder. Oh Mann, Dennis. So. It may take a while. Ja, na klar, Dennis, natürlich. Irgendwo auf Route 66. Oh. Gut, hier muss das irgendwo sein. Ich richte meinen Spiegel zufällig an diesem Werbeschild. Oh, guck mal, Movie Games. Naja, die hatten auch mal bessere Werbung. Lädt alles schon ab. Alter Rotz. Gas Station Simulator, wieder irgend so ein Scheißspiel. Naja, die bewerben ja alles. Ist egal, naja. Wir sind unterwegs, denn wir haben ein Erbe gemacht. Warte. Was ist denn das hier? For Sale. Ich fahre da mal eben hin, ne? So. Ich habe mir die mal eben gekauft, irgendwie aus dem Wagen heraus. Ja, wir haben uns gerade eine Tankstelle gekauft und 12 Stunden später passiert nämlich dies. Erstmal speichern. So, guten Morgen. Kann ich das Spiel, erste Frage ist, kann ich das Spiel auch auf Deutsch stellen? Inzwischen, Englisch, oh, was denn hier? Englisch, French, German. German ist eine gute Sprache. Denn wie wählen sie Sprache vor sie Spiel? Dennis, Vandalismus der Wende, machen wir alles, ne? Busparty-Events, Sandsturmereignisse, Lagerdiebstahl, späte Spielherausforderung, Kamera-Headbob. Ich mache einfach alles. Ich will die volle Experienze. So, jetzt haben wir, was denn hier? Kiste, drücke, um aufzuheben. Ich habe es lange nicht mehr gespielt. Ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Halte RB. Ist das richtig? Ah, so, ne? Ja, ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. So, choose your teammate. Jetzt können wir uns hier einen aussuchen. Wen wollen wir denn nehmen? Das Opossum? Das Schwein? Das Hundi oder den Bären? Oder Basie, die Schlange? Ich bin unsicher. Ich glaube, ich nehme eine Hundi. Ich nehme Hundi. Hundi ist süß. So, Hundi nehmen wir mit. Mit Hundi möchte ich hier... Sag mal, wird da die Mülltonne markiert? Kann ich... Ja, das geht nicht. Ja, gut. Hundi, ich hol dich gleich. Ich muss ja auch runter. Warte mal. Okay, warte mal. Hundi, ich hol dich gleich, ne? So. Ja, das sitzt nicht unbedingt. Yo, Highscore. Woo! Geil, direkt mal gedankt, die Scheiße. Warte mal, wo ist ein Hundi? So, Hundi mitnehmen. Und jetzt gucken wir mal. Wie spät ist es denn? 2 Uhr morgens, das ist genau meine Zeit, die beste Zeit. Was? Excavator Reset? Okay. Wie kam ich denn hier nochmal rein? Was mache ich mit dem Hund? Ich setze den mal liebevoll auf die Treppe. So. So funktionieren Schlösser aber nicht. Ist wahrscheinlich für später, ne? Wir müssen, glaube ich, da drüben in die Tank... Ich glaube, das war die Tankstelle, ne? Ich nehme Hundi nochmal mit, warte mal. Ich glaube, wir müssen nochmal... Oh, das war das Spiel, wo ich surfen konnte, ne? Das war doch das Spiel, wo ich surfen konnte. Wir probieren mal, ob das jetzt raus ist. So, Kamera-Headbob hast du ausgelassen. Hab ich ausgelassen. Manche Leute vertragen das nicht. So, hier Hundi. Okay, muss ich das jetzt alles manuell irgendwo... Es ist ja großartig. Muss ich jetzt jedes Brett... Warte. Wuhu, es funktioniert noch! Hilfe! Hilfe! Geh zurück, ich kann nicht! Ich kann nicht! Uah!
Gut, das funktioniert offenbar noch. Oh, das Brett habe ich auch mitgenommen. Cool. Das Brett habe ich mitgenommen, das ist geil. Das heißt, wir können immer noch, wenn wir wollen, können wir immer noch... Aber ich will wieder zurück, ich will nicht wieder... Zum Glück gibt es kein Fall Damage. Alter, das ist voll geil. Da kommen wir überall sofort und schnell hin. Sofort und effizient. Naja, ich wollte da eigentlich hin. Sofort und effizient! Sofort und effizient. Ist, gut, ich... Sekunde. Ich gehe vielleicht einmal wieder zurück und dann gehen wir vielleicht manuell dahin, mit den Füßen, wie man es einfach macht. Normalerweise benutze ich die Füße, um irgendwo hinzukommen. Oder mein Neuwagen. So, hier, polnischer Neuwagen. So, und dann gehe ich mal ganz kurz hier. Ich wollte das Brett wegschmeißen, ne? Das war ja schlau. Okay. Okay, kann ich rennen? Nein, ich renne bereits. So, warte. Ich würde mal, weißt du was, ich mach das mal so. So, das sieht hier alles schäbig aus. Es ist auch noch nachts und so. Hier drin stinkt's auch noch, wie man... Es ist einfach alles widerlich. Es tut mir voll leid. Kann ich hier? Wie kann ich denn hier? Finde und betrete die Tankstelle. Hinweise, während du etwas in der Hand hältst, kannst du mit RMB in den Mülleimer werfen, eine Punktzahl erhalten. Ja, wir haben die Tankstelle betreten. So, Aufgabe erledigt. Kuckuck, Ding Kuckuck. Gut, das hat nicht geklappt. Müssen wir vielleicht ein bisschen mehr? Okay, noch mehr. So. So. Und noch mehr. So, weg damit. Das ist gutes Holz, daraus können wir normalerweise noch was bauen und so. Ich würde hier wahnsinnig gerne, so, folge dem Hochspannungskabel, finde einen Weg, den Strom anzuschalten. Dem, was? Dem, dem Hochspannungskabel. Wo ist denn das Hochspannungskabel? Ist es dieses hier? Es ist natürlich dieses hier. Mann, jetzt hätte ich das Surfbrett gut gebrauchen können. So. Okay, Leute, bitte nicht spoilern. Ja, wir haben schon mal die Demo gespielt, das kennen wir alles schon. Ich muss nur erstmal wieder ein bisschen reinkommen. So. Ein Paradies erwacht. Aufgabe erledigt und... Mach mal Telefonzelle, machen wir gleich. Hier war noch... Ach ja, hier war noch das. Car Frenzy. Spiele ich jetzt aber mal nicht, das ist der hier. Spiel mal später. Ich würde gerne erstmal wirklich zur Telefonzelle gehen. Das mit Car Frenzy war eigentlich schon nice. Wie komme ich da raus? Hier. Ist gut abgesperrt alles. Das wird alles richtig schön, Leute. Wir machen das hier richtig. Hier, Car Wash. Da würde ich mein Auto auch waschen. Wir machen das hier richtig geil. Wir machen hier ein richtiges Resort draus. So, wer ruft mich denn jetzt an? Ich gehe mal kurz gucken. Bestimmt unser Onkel. Ja, ich komme schon. Warum rufst du nicht auf dem Handy an? Congratulations on your purchase and investment, little nephew. It has been a while since you've heard my voice now, hasn't it? Yes, I'm a busy person. But, luck would have it that the land you've purchased once belonged to my father. Since you are not only a potential business partner, but family no less, I'll do my best to help you. I will send you emails on a regular basis, providing you with information on how to handle each part of the business. Do make sure to pay attention. Well, I must head off now. It was pleasant speaking to you again. Good luck. Gut, wir haben das Land, haben wir gekauft, ja? Drücke, das sind immer Gamepad-Befehle. Drücke, ist das Escape? Was, wieso Gamepad? Drücke was? Wie schließe ich das? E, F? Rechte, linke, mittlere Maustaste? Wie schließe ich das? Hilfe! Wie schließe ich das? Hallo? Q, W, E, Y, X, C, T. Ja, T lag ja auf der Hand, klar. T lag auf der Hand. Ich hätte das Gamepad vorher abklemmen sollen, wa? So. Okay, du hast neue E-Mail. Eine. Na, zeig mal her. Ja, der funktioniert aber noch, wa? Der, wow, das ist ein toller Rechner. Gas Station. E-Mail.
Wo ist denn die Maus? Ich kann mit der Maus nicht. Was ist denn? Ich will mit Maus und Tastatur spielen, Spiel. Hör auf, mir dauernd Gamepad aufzuzwingen. Warte mal. Besser. So, E-Mail. Jetzt ist ein Mauspfeil da. Okay. Gut. Oh, ich dachte gerade, die Maus geht nicht mehr. So. Hallo. Was? Hallo. Anführungszeichen. Was? Anführungszeichen? So beginnt er seine Mail? Er schreibt Anführungszeichen. Er macht nicht Anführungszeichen. Er schreibt es auch noch aus. Anführungszeichen. Der Dialekt war nie wirklich meine Stärke. Wie auch immer. Ich habe gerade gehört, dass du eine solide Investition getätigt hast. Schade, dass du deine Wagen verkaufen musstest. Du hättest mich ja um ein Darlehen bitten können. Habe ich gute Erfahrung mitgemacht. Ich werde einige Tipps und Tricks zu deinem Vorhaben beisteuern. Meine E-Mails werden in regelmäßigen Abständen kommen, sodass alles übersichtlich bleibt. Das sollte dir helfen, diese Tankstelle zum Laufen zu bringen. Denn ich bin ein unbekannter Onkel, hatte selber noch nie eine Tankstelle, aber ich weiß alles besser. Vergiss nicht, Gewinn zu erwirtschaften. Fange mit der Sanierung an Zapfsäule. Der sollte erstmal vielleicht in einen Langenscheid investieren, bevor der mehr Tipps gibt mit der Tankstelle. Oh, und mach dir keine Sorgen wegen des Geldes für diesen Teil. Wir sind schließlich Familie. Und was wäre ich denn für ein Onkel, wenn ich dir nicht helfen würde? Du kannst dich auf meine Hilfe verlassen. Familie über alles. Familie ist das Wichtigste. Ohana heißt Familie. So, Zapfsäule, sagst du, ja? Kaufe Kraftstoff. Taco? Exakto. Kaufe Kraftstoff. Steige in den Minibagger. Er heißt Rudi. Hinweis, ihr Name ist Rudi. Also meiner oder ihr, die Bagger? Die Bagger. It's a kind of magic. Okay, cool. Entferne die Sandhäufen vor der Zapfsäule. Natürlich. Ich habe schon wieder eine neue E-Mail. Kein Kraftstoff. Mann, oh Mann, ist das hier alles Kacke. Ist das hier alles Kacke. Okay, finde einen Weg, den Minibagger aufzutanken. Hier ist auch alles scheiße. Beschissene Tankstelle, beschissene Location, beschissener Okay. So, E-Mail, der schreibt schon. Hat er nicht gerade noch gesagt? Er macht das so in Abständen, ne? Er macht dann, damit wir erstmal das eine und andere machen können, schreibt er selten. 7.07 Uhr, 10.57 Uhr, 11.06 Uhr. Was ist denn mit dem? Voll der anhängliche Onkel. Da waren wir schon seit unserem letzten Weihnachtsfest nicht mehr so koscher. Neue Fahrt, Minibagger. Ich sehe, dass du Rudi gefunden hast. Ich spreche von dem Bagger. Einer meiner Bauunternehmer hat sich, sagen wir mal, in das Ding verliebt. Irgendwann blieb der Name hängen. Also heißt er jetzt Rudi. Wie auch immer, ich brauche ihn nicht mehr, aber er könnte für dich sehr nützlich sein. Sei nur vorsichtig, er ist alt. Beim Sandsammeln mit LMB überhitzen die Gänge gerne. Wenn das passiert, damit RMB die Hitze ablassen. Wenn du es nicht machst, wird der Motor überhitzen und du verlierst Sprit. Und den Sand nicht einfach irgendwo hinschmeißen. Finde entweder einen Bereich außerhalb der Tankstelle oder suche einen dafür abgegrenzten Bereich. Technisch gesehen... Was? Technisch gesehen kannst du mit deinem Führerschein keine Schwerlastfahrzeuge wie Rudi fahren, aber es ist nicht so, dass in der Mitte der Wüste jemand das kontrollieren würde. Ja, die Frage ist tatsächlich, woher weiß er denn, dass wir Rudi... Woher weiß er das? Benzinkanister und Inventar? Ich bin sicher, dass du es weißt, aber ich werde nur kurz daran erinnern. Du benötigst einen Kanister, um Rudi aufzutanken. Öffne das Werkzeuginventar mit Tab, um ihn zu finden, und behalte das Inventar im Auge. Ich bin sicher, es wird mit der Zeit wachsen. Mit Tab passiert gar nichts erstmal. Suche einen alten Benzinkanister. Bei einer Tankstelle sind die super selten, da muss man erst in die Wüste raus. Also bei Tankstellen sind Benzinkanister, ihr wisst, wie das ist. Gibt's kaum welche. So. Kanister. Mit dem Kanister in der Hand, klicke mit LMB auf die Tanksäule, um ihn aufzufüllen. Wenn er voll ist, klicke mit... Ja gut, aber kann ich hier... Ich will... Schön hier, ne? Da kann man bestimmt auch noch was bauen hier.
Das wird ein super Parkplatz. Wir kriegen hier alles noch hin. Oh, guck mal hier. Kann ich da nicht? Kann ich? Okay. So, Werkzeuge. Da ist der Kanister. Und mit dem Kanister gehen wir jetzt mal. Aber wir haben kein Benzin natürlich. So. Noch haben wir kein Benzin. Ich hole mal eben was an der Zapfsäule, wo natürlich auch keins drin ist. Voll? Aber hier ist doch nichts drin. Okay, Mr. Kore, danke schön. Vielen Dank, Mr. Kore, für die ganzen Subs. Okay, F zum Interagieren. Hier rein, ne? Aufgabe erledigt. So. Rudi 102. Ich interagiere. Tank ist voll. Laune gut. Da sind die Sandhaufen. Aha. Oh, Viren- und Bedrohungsschutz. Zusammenfassung von Windows Defender. Seit der letzten Zusammenfassung keine Bedrohung gefunden. Ich weiß, das interessiert euch, deswegen sage ich es euch. Ich kühle mal den Motor. Wie oft muss ich den kühlen? Ich kann nicht fahren gerade. Ist der Motor down? Nee. Ich kühle doch. Ich komme hier nicht weg. Warum? Kehre zum Entfernen zurück. Okay. Halte Spacebar zum Bremsen. Ah, ran und wegzoomen. Okay. Jetzt? Okay, jetzt geht's wieder. Okay, sehr merkwürdig. Wo sind denn die markierten Bereiche für Sand? Da hinten. Wir haben hier noch eine Menge Sand zum Entfernen. Jetzt kann ich auch die Rohre wieder abkühlen lassen. Das ging vorher nicht. Warum auch immer. Warum auch immer. So, ich bagger erstmal ganz kurz eben den Sand. Uah, nein. Nein. So. Fort mit dem Sand. Euer Benzin geht echt schnell leer. Hast du recht. Oh, das wird ein Spaß. Wenn er überhitzt ist, ein bisschen auf Cooldown danach. Habe ich ja gerade gemacht, aber der hat nicht gecoolt. Hat man auch gesehen. Der ist nicht gefahren, der hat nicht gecoolt, der hat nichts mehr gemacht. So. Und ich kann wieder nicht fahren. Ah. Ah, jetzt geht's. Während vorne der Bäbe, die Schaufel, die muss exakt eingeholt worden sein, sonst geht's nicht. Ich verstehe. So. Wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon hin. Wow! Und weg mit der Kacke. Alles weg mit der Kacke. Guck mal hier. Weißt du was? Wenn später Kunden kommen, lass mal die Kinder einfach hier. Wir machen das Schild weg, Sand Disposal, und das wird Kinderspielplatz. Da können die Kinder Sandburgen bauen und alles. Das wird ein richtiges Freizeitparadies. Ich finde das toll. So viel Service gibt es halt selten an der Tankstelle. Und ich glaube, der Sand ist weg. Keine Minute zu früh. Ich lasse ihn mal hier stehen, ne? Wir brauchen ihn noch. Neue E-Mail, bestimmt wieder der Onkel, der wieder genau gesehen hat, was wir gemacht haben. Dieser komische Onkel, der uns scheinbar beobachtet seit dem letzten Weihnachtsfest. Da durften wir auf seinem Schoß sitzen und uns was wünschen. Öffnen und schließen der Tankstelle. Tag 0, Alter, der schreibt die ganze Zeit. Du kannst deine Tankstelle jederzeit öffnen und schließen. Das stoppt zwar den Gewinnfluss, gibt dir aber etwas Zeit, um sich zu erholen. Oh. Und es gibt einen magischen Trick bei dem Ganzen. Sagen wir, es dauert etwa 60 Sekunden, bis sich der Verkehr wieder entwirrt hat. Für den Fall, dass jemand, oder Gott bewahre, du, die Straße vor der Tankstelle in ein absolutes Chaos verwandelt hat. Okay. Okay, gut. Was hast du dir gewünscht, Gronkh? Was sich jedes Kind wünscht, eine eigene Tankstelle.
Das ist, man kennt es. So. Ich will die Tankstelle vorher aufräumen. Oh, Pen. Das heißt O-Stift auf Amerikanisch. So, Eröffnung der Tankstelle. Du kannst die Tankstelle jetzt halt öffnen. Nutze die freie Zeit, um die Tankstelle zu organisieren. Natürlich. Rechts neben dem Hebel findest du die Taste, die den Verkehr wieder in Gang setzt. Klar, kriegen wir hin. So, nicht mehr Kraftstoff. Hätte man es nicht vorher kaufen müssen? Lieferung, Kraftstoff? Bestellung, wie viel Geld habe ich? Was, wie wollen wir mal hinzufügen? 100? Was? Bestellung zurück. Wie klein kann man denn schreiben? Holy shit. So, 200 Liter, ich weiß, $450 haben wir. Ja, ich mach 100, ne? Wir bestellen mal. Wow, sieht sehr scheiße aus. Fuel ordered. Mann, sieht sehr scheiße aus. Kann ich nicht die ganze, ich will die ganze Scheiße wegräumen? Ja, E-Mail. Ich will endlich anfangen. Bestellen. Was mit dem Onkel? Der belästigt mich. Da die Werkstatt und das Lagerhaus in Trümmern liegen, kannst du vorerst nur Kraftstoff bestellen. Der Reiter dafür heißt Lieferung. Einfach, oder? Fühlen du sich frei. Hat der Onkel wieder Meth gekocht? Fühlen du sich frei, die Vorräte in aller Ruhe aufzufüllen? Ich habe die Kosten selbst getragen. Wie ich schon sagte, bin ich hier, um mehr zu tun, als nur ein gutes Wort einzulegen und einmal im Monat ein Gebet zu schicken. Betrachten du meine Hilfe als eine familienfreundliche Investition. Ich erwarte große Dinge von Ihnen. Jetzt sieht's der mich. Der hat wieder geschnüffelt. Ich schwöre, der hat wieder geschnüffelt. Da war die Pattingstube wieder nicht zu. Junge, was ist mit dem Onkel? Der macht mir Angst. Mental nicht mehr. Okay, wann kommt denn der? Das ist der. Der bringt uns Kraftstoff. Was ist das für ein Auto? Ist das aus Fallout? Da fällt der langsam aus dem Ding. Der raucht erstmal eine. Ja, ist gut, ist gut. Würde ich auch machen. So, Arcade-Spiel. Wir müssen halt, ne? Wir müssen halt jetzt Arcade spielen. Also, dann passt das schon. Leaderboard auf dem PC. Ja, gut, das haben wir schon mal gespielt. War auch super nice. Also, ich find's immer noch cool. WASD, Leertaste zum Springen. So. Oh nein, fuck. Ein Fehler. Nein, unverzeihlich. Ein einziger Fehler und schon alles im Arsch. I hate my life. Wir waren so gut. So. Was? Was war denn das? Ich bin nicht traurig, ich bin nur enttäuscht. Ach, sag mal. Ganz ohne Brett ist wirklich so. So. Oh, Alter, die Steuerung ist natürlich, puh. Musik ist aber cool. Sag mal. Der fährt auch nirgends drüber. Naja. Ja, ciao. War mein Lieblingsspiel. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Werde ich jetzt täglich heimlich spielen. Ich hoffe, das wird in die LSL aufgenommen. LSL? In die ISL. So, das war ja mein Lieblingsspiel. Also, das ist cool. Der bleibt echt an jedem Pixel hängen einfach. So, bist du mal langsam mal fertig? Ist das nicht Elon Musk? Das ist schon wieder Elon Musk. Hat nicht so geklappt mit den E-Autos, sagst du?
Also statt E-Auto machst du jetzt Benzin und so? Statt Krypto? Kein Bitcoin mehr? Ist jetzt mehr so Öl und so? Altöl, Scheiß und so ein Kack? Klar. Und das machst du jetzt beruflich hier? Das ist mein Penis. Guck da bitte nicht hin. Meine Augen sind ja oben, Bitch. Ja. Verstehst du, ne? Ja, verstehst du, klar. Und das ist ein Auto. Ist das nicht der Cybertruck? Das war der Cybertruck, ne? Kam der auf den Markt eigentlich noch? War dir aber peinlich, ja, klar. Sah auch scheiße aus, ne? Hast als Neuerung verkauft, ne? War aber scheiße. Sind wir uns einig, ne? Ja, na klar, da sind wir uns einig. Ja, ja, klar. Und deine Androiden-Scheiße da mit dem Tänzer und sowas, kam auch nie wieder was, ne? Hä? Oder? Erst über KI lästern und dann sagen, ich bring Androiden auf den Markt, passt nicht zusammen irgendwie, ne? Oder sollen die dumm sein? Ja, würde ich mir auch erstmal in die Schulter greifen, klar. Ja gut, dann viel Spaß noch, ne? Viel Erfolg beim Job. Das hätten wir auch vorher schon machen können übrigens. Hätte das Spiel uns mal was gesagt. Oh, geil. Oh. Oh, oh. Oh. Oh, mh. Oh, Junge. Das sieht aber schon, Wollt ihr mal meinen Aal sehen? Der kann ordentlich was wegpumpen. Aber offenbar nicht zu lange. So, Elon, ne? Mach's gut. Tschüss, viel Erfolg noch mit deinem Cybertruck, ne? Der weiß nicht mal, wie man Auto fährt. Tschüss! Wieso zählt das jetzt hoch? Ja, gut, der Elon. Das ist der Elon, das ist... Ihr kennt ihn ja, ne? So. Dann wollen wir mal kurz tanken. 0.54 Uhr. Wir sind seit 7 Uhr auf den Beinen, ne? Der Onkel schreibt uns immer noch. Ich bin mir nicht sicher, warum ich das schreibe, aber hier sind wir. Da ich nicht viel Zeit habe, werde ich mich wie immer sehr kurz fassen. Du kennst das ja. Tanken ist eine Haupttätigkeit, um Geld zu verdienen. Jeder Kunde erwartet eine bestimmte Menge an Kraftstoff. Überfülle den Tank und du verlierst den Überschuss. Je präziser du bist, desto höher ist die Chance, Trinkgeld zu bekommen. Denn nichts hassen Kunden mehr, als wenn man ihnen mehr Benzin gibt, als sie eigentlich wollen. Wenn der Kunde viel Kraftstoff möchte, kann die Pumpe durch Halten der Shift-Taste in einen beschleunigten Modus gesetzt werden, um den Tank schneller zu füllen. Okay, cool. Okay, cool. Morgen! Hallo, tanken! Ja, habe ich schon. Tankdeckel wird visuell umrissen. Was darf sein? Einmal super fresh. Wie war das? So, ne? Jo. Noch irgendwas? Wagen ist sauber, da muss ich nicht viel machen, ne? Scheiben sehen auch aus wie Neuwagen. Ja, gute Weiterfahrt, ne? Vielen Dank, dass Sie uns getankt haben. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Arschloch, fährt einfach los. Naja. Gut. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Onkel schreibt wieder E-Mails. Oh Mann. Ach, Werkzeuge. Was haben wir hier? Besen. Ja, endlich ein Besen. Und ein Müllsack. Müllsack gekauft. So, zeig mal her, ihr Müllsack. Na, endlich. Oh, darauf warte ich halt schon die ganze Zeit, ne? Kein Kunde in Sicht. Dann bauen wir ja erstmal die ganze Scheiße. So, ein Müllsack ist schon voll. Ich werde die Müllsäcke einfach in der Tankstelle verkaufen. Und zwar für Recyclingfreunde. Die können das mitnehmen. Die Uhr würde ich gerne behalten. Die können die Müllsäcke mitnehmen und dann recyceln. So, Aufgabe erledigt. Natürlich haben wir die Aufgabe erledigt. So. Also, wir nehmen, ne, wir packen die Müllsäcke und Leute können die als Erlebnisurlaub oder halt auch um gutes Gewissen zu haben, können die Leute die einfach mitnehmen und selber entsorgen. Da kannst du dir für 20 Euro einfach ein gutes Gewissen kaufen. Ist das nicht schön? So. Hier die alte Tonne. Den alten Lumpen hier, weg damit. Das brauche ich eh nicht. Das ist ein perfekter Rollwagen. Der kommt später noch auf eBay. Das ist mein eBay-Aufbewahrungsgerät. So. SL, Dankeschön, SL. Vielen Dank schon wieder mal.
Dankeschön, Dankeschön. Ja, Mystery Box geht natürlich auch. Klar. Ihr wisst gar nicht, was da alles drin ist. Und so eine Bananenschale hat ja auch noch Vitamine, die man rauslutschen kann, ne? Vergesst das mal nicht. So.